die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Erler, ich kann auch in meinem Namen und auch im Namen meiner Fraktion mich für die Zusammenarbeit bedanken und Ihnen vor allen Dingen für die Zukunft alles Gute wünschen. Aber eins erlauben Sie mir dann doch. Bei der Beurteilung des Jugoslawienkriegs war Ihr ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder etwas eindeutiger. Er sagte, ich habe als Kanzler damals mit dem Jugoslawienkrieg gegen das Völkerrecht verstoßen. Das sagte selbst Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und ich finde, das gehört auch zur ehrlichen Debatte dazu bei der eindeutigen Einordnung der Geschichte. Im Mandatstext für Ihren KFOR-Einsatz sagen Sie, der Auftrag und das Ziel ist die Unterstützung zur Entwicklung eines stabilen, demokratischen, multiethnischen und friedlichen Kosovo. Dann schauen wir uns das mal an. Seit 18 Jahren steht die Bundeswehr mittlerweile im Kosovo. Milliarden wurden für diesen Einsatz ausgegeben. Milliarden versickerten als Wirtschaftshilfe im Land. Und das Ergebnis ist eine Katastrophe. War die Lage im Kosovo auch immer schon politisch heikel, haben jetzt die Extremisten im Kosovo endgültig Oberwasser bekommen. Radikale Parteien gewinnen die Wahl im Kosovo, so die Schlagzeile der Tagesschau. Hören Sie mal lieber zu, Herr Kauder. Und in der Tat könnte die Bilanz des Engagements der Bundesregierung nämlich nicht negativer sein. So wird mit dem ehemaligen UÇK-Kommandanten und mutmaßlichen Kriegsverbrecher Ihr Verbündeter, Herr Kauder, Ramush Haradinaj, unterstützt von einem völkisch-nationalistischen Parteienbündnis mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig als Antidemokrat erster Klasse an der Spitze des Kosovo stehen. Mit deutschen Truppen wird sozusagen ein Gebilde geschützt, an dessen Spitze ein Mann, ja, man muss es sagen, mit NPD-Ideologie steht, dessen Ziel es ist, den gesamten Balkan in Brand zu setzen. Und diese Bundesregierung treibt gleichzeitig unverdrossen den EU-Beitritt dieses Kosovo voran. Gemeinsam mit der Europäischen Union werden die eigenen Kriterien einfach mal so in den Staub getreten. Und blicken wir zurück, Haradinaj und seine Gruppe waren wegen gewaltsamer Verschleppung von Zivilisten, Entführung, Freiheitsberaubung, Folter, Mord, Vergewaltigung angeklagt worden. Haradinaj wurde vom Haager Gericht freigesprochen aus dem ganz einfachen Grund, weil kein Zeuge mehr gegen ihn aussagen konnte oder auch wollte. Von den ursprünglich 10 Zeugen gegen ihn überlebte nur ein einziger Zeuge, und der zog seine Aussage zurück, nachdem er knapp einem Anschlag überlebte. Und ich möchte an die anderen 9 Zeugen erinnern, die alle ums Leben gekommen sind oder ermordet wurden. Einer wurde von einem Jeep überfahren, ein anderer mit einem Messer erstochen, 2 wurden erschossen, die anderen bei professionell organisierten Attentaten getötet. Eine eindrucksvolle Bilanz Ihres Verbündeten auf dem Weg zum Rechtsstaat im Kosovo, würde ich sagen. Und das Schweigen der Bundesregierung zu diesen Vorgängen spricht auch Bände. Es untergräbt die Glaubwürdigkeit, aber auch der Europäischen Union insgesamt in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Haradinaj fordert, ein Großalbanien mit Gewalt soll bis zu einem Drittel des serbischen Territoriums annektiert werden. Die Stadt Nisch soll selbst dazugehören zu diesem völkischen Albtraum. Und ich finde, es ist wirklich beschämend, dass diese Leute die Garanten der Bundesregierung für eine demokratische Entwicklung im Kosovo sein sollen. Diese Bundesregierung unterstützt nämlich im Rahmen der KFOR-Soldaten solche Leute. Ich würde sagen, jeder vernünftige Mensch würde die Unterstützung endlich einstellen, dieses Kosovos. Und zu dieser Schreckensbilanz kommt ja noch eins hinzu, dass unter den Augen deutscher Truppen sich das Kosovo zu einem islamistischen Terrorzentrum entwickelt hat. Die Bundesregierung antwortete so auf meine Anfrage hin, dass durch saudische Gelder die Förderung des Islamismus extremst vorangetrieben wird. Und die Konsequenzen sind wirklich verheerend. Auf die Bevölkerung hochgerechnet hat keine einzige Region in Europa so viele Leute zu den islamistischen Mörderbanden nach Syrien gesandt wie der Kosovo. Wie gesagt, ich finde, das ist eine Schreckensbilanz. Und es verwundert
Es verwundert mich auch nicht, dass dies bei den Beratungen zu KFOR nicht einmal Gegenstand im Kabinett gewesen ist, wie mir die Bundesregierung mitteilte. Sie agieren nach dem Prinzip der drei Affen: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ich finde, damit muss Schluss sein. Diese verheerende Politik, deutsche Politik auf dem Balkan, muss beendet werden. Und dann kommt ja noch hinzu, Serbien wollen Sie zu einer völkerrechtswidrigen Anerkennung der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo auch noch zwingen, indem Sie mit dafür sorgen, dass dies unter Bruch des europäischen Rechts zu einem Kriterium der Beitrittsverhandlungen wird. Den Extremisten, den Nationalisten im Kosovo rollen Sie aber im Gegenzug den roten Teppich aus. Ich finde, die Förderung dieser großalbanischen Nationalisten auf dem Balkan muss aufhören. Wir brauchen eine Umkehr in der deutschen Außenpolitik. Diese Umkehr muss sein: zurück zum Völkerrecht, zurück zur Rechtsstaatlichkeit, zurück zur Demokratie. Und deshalb sagen wir, stellen Sie Ihre Unterstützung ein und ziehen Sie endlich die Bundeswehr aus dem Balkan ab. Das Wort hat der Kollege.